Liebe Zuhörer, die Sonne lacht vom Himmel und am Rittburg haben heute Morgen die Lübecker Reitertage begonnen. Meine Gesprächspartnerin ist Jugendwartin Inke Nolten. Hallo. Frau Nolte, auf Ihrer Internetseite steht, es ist für jeden was dabei in diesem Jahr bei den Lübecker Reitertagen. Was wird angeboten? Es wird Dressur und Springen der höchsten Klasse angeboten, unter anderem auch Jugendprüfungen. Junge Leute, die auf dem Weg in die höheren Klassen sind und zum Teil sich schon auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft machen und einige, die noch auf eine Qualifikation hoffen. Der Jugendwart, den haben wir hier gerade gesehen, ist auch schon vorbeigelaufen und sichtet seine jungen Leute. Und natürlich haben wir die großen Namen aus Schleswig-Holstein sowohl in der Dressur als auch im Springen dabei. Ich habe in der Ausschreibung gesehen, dass Sie nicht nur die Cracks hier anlocken wollen. Es gibt in diesem Jahr auch was für die ganz Kleinen? Ja, zum Beispiel haben wir den Führzügelwettbewerb, der wird vom Nürnberger Burgpokal mitveranstaltet. Da reiten Kinder zwischen 4 und 10 Jahren, die ihre ersten Turniererfahrungen machen wollen. Die werden von ihren Ausbildern geführt und das ist immer ein hübsches Bild, meistens um die Mittagsstunde. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Nürnberger Burgpokal für die Profis und für die ganz Kleinen? Der Nürnberger Burgpokal hat sich auf die Fahnen geschrieben, junge Leute und junge Pferde zu fördern und in den großen Sport zu bringen. Und die fangen deswegen auch schon ganz klein an. Das Turnier, Frau Nolte, hat gerade erst angefangen. Wenn wir die Zuschauer jetzt mal hier an Rittburg locken wollen, was sind die Highlights an diesem Wochenende für den Zuschauer, der vielleicht nicht so erfahren ist im Pferdesport? Also interessant sind natürlich die hochklassigen Springen. Wir haben Springprüfungen der Klasse S 1 und 2 Sterne. Wir haben Grand Prix Dressur. Und wenn man mal sich einfühlen möchte in die Materie, so haben wir am Samstagmittag um 11:45 ein Lehrer-Schüler-Springen. Da reitet immer erst der Profi, also der Ausbilder und anschließend der Schüler. Und da hat man im direkten Vergleich, wie sich Ausbildung auf die jungen Leute auswirkt. Und vielleicht ist das mal interessant zu sehen. Morgen Abend ist die Kür, wann geht die los? Um 19 Uhr ist Einlass. Wir haben um 20 Uhr beginnt die Kür und der Eintritt ist frei. Man kann so ein schönes Glas Wein dabei trinken. Es ist eine nette Veranstaltung, man sieht viele Leute und wir hoffen auf rege Beteiligung, weil doch nach der Qualifikation wirklich die Besten der Besten da reiten werden. Die Kür ist in der Halle? Die Kür wird in der Halle sein, weil wir ja in die Dunkelheit kommen und die Musik auch besser klingt. Das komplette Programm mit den Anfangszeiten ist im Internet zu sehen. Wo ist die Internetseite zu finden? Lübeckerreiterverein.de, da finden Sie alle Geschichten und unter Merwestelle. Wir haben gerade erst angefangen. Frau Nolte, bleibt uns noch der Veranstaltung alles Gute zu wünschen und den Teilnehmern viel Erfolg, keine Unfälle. Frau Nolte, vielen Dank für die Vorschau auf 3 tolle Turniertage. Vielen herzlichen Dank und wir hoffen auf eine rege Beteiligung der Zuschauer.